Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, eine neue Version von D42 Management ist fertig. Ich würde sagen, ich starte einfach mal hinein und dann schauen wir uns mal die neue Version an. Ich habe da ein paar zusätzliche Räume habe ich dort eingefügt. Etliche Fehler sind behoben worden, auch Textfehler sind etliche behoben worden. Ja, was habe ich noch gemacht? Grafiken wurden überarbeitet. Und so ein paar Special-Szenen habe ich mit eingebaut. Ja, ich denke mal, das Spiel ist jetzt eigentlich, ich würde mal so behaupten, so zu 99% schon Richtung fertig, würde ich sagen. Wenn ich nicht noch den einen oder anderen Fehler entdecke, aber so das Grundspiel, alle Räume sind drin, die ich drin haben wollte. Ja, Schlussszenen sind jetzt mittlerweile auch fertig, beziehungsweise auch nochmal überarbeitet. Und insofern würde ich sagen, auf los geht's los. Ich starte einfach mal hinein. Ja, ich würde sagen, Commodore an. Beziehungsweise ich schon an. Ich muss hier nur einmal kurz umswitchen. Jetzt bin ich ja oben, ne? Mal eben kurz gucken. Jetzt bin ich unten. Jetzt bin ich oben. Cool. Gut. Directory wäre hiermit geladen. Ja, D42 MM steht für Management. Oh Staune, oh Staune. Wir haben 111 Blocks frei auf der ersten Seite. Und auf der Seite 2 sind das, glaube ich, nur 8 Blocks. Die ist also ein bisschen proper in dem Sinne. Ja, das wäre jetzt die Version 0.87. Eingang zum alten Landhaus. Hier wäre die Lösung. Einmal könnte man machen, untersuche Schild. Warnung, Eindringlinge werden schrecklichst verstümmelt. Was kann man hier noch machen? Rede mit Razor. Die Person gibt keine Antwort. Und eigentliche Vorgehensweise wäre Rede mit Bernhard. Ja, ich bin schon weg. Bernhard, sei doch kein Feigling. Es geht doch ums Handy. Ja, ich habe gehört, Dr. Fred sei ganz süß. Ja, retten wir das Handy. Und so beginnt das Abenteuer. So, und jetzt kommt die erste Neuheit in diesem Spiel. Es kommt nämlich so eine Art Cut-Szene. Ich habe es genannt Spielszene 1. Dr. Fred hält hier Sandy gefangen und bereitet Sandy für den Meteor vor. So, und jetzt kann man hier noch machen. Rede mit Dr. Fred. Dr. Fred, na Kleines, amüsierst du dich gut? In einigen Minuten ist alles vorbei. Ich schließe dich an die Maschine an und die saugt dein süßes Gehirn raus. Sandy, damit kommen sie niemals durch. Dave wird mich retten. Sie und der Schleimige und der Meteor können Schleim fressen. Dr. Fred, das denkt sie. Hehehe. Sandy läuft zur Stahltür und ruft, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, jetzt möchte ich sofort was testen. Ich öffne jetzt nicht den Kühlschrank. Ich habe da nämlich für den nächsten Raum einen Fleck gesetzt. Wenn man sagt, untersuche Tisch und der Kühlschrank wurde noch nicht geöffnet, dann passiert im Endeffekt gar nichts. So, was jetzt in diesem Raum neu ist, ich habe den Kühlschrank jetzt noch nicht geöffnet. Wenn ich jetzt hergehe und sage, untersuche Tisch, dann sagt er, er entdeckt nichts Besonderes. Ne? Genau, so würde es ja jetzt hier aussehen. Und wenn ich jetzt zurückgehe und sage ihm jetzt, öffne Kühlschrank, dann erhält er diese ganzen Gegenstände. So, die Gegenstände sind jetzt im Inventar. Noch einmal kurz abchecken. Ja, Käse, alte Batterien, Kopfsalat, Pepsi-Dose, etc. Und eigentlich dürfte jetzt nicht öffne Kühlschrank mehr gehen, weil Kühlschrank ist nämlich verschwunden. So, aber was jetzt mitgegeben wird, wird ein Fleck. Fleck, Kühlschrank ist leer, ist auf 1 gesetzt. So, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, untersuche Tisch, dann sollte eigentlich eine neue Cut-Szene kommen. Und das passiert wohl scheinbar auch. Genau, es kommt neue Musik.
Genau, Ed kommt in die Küche. Oh, oh, bin ich hungrig. Dum di dum di dum, schabi schabi du. Gut gelaunt geht Ed zum Kühlschrank und öffnet diesen. Bestimmt sucht er wieder seinen Käse. Genau, eigentlich fällt da jetzt noch der Satz, wo ist der Käse oder sowas, irgendwas sagt er noch. Den könnte ich vielleicht auch noch mit einbauen. Ist egal, was man jetzt macht. Eben wird zurückgeleitet in den Raum, wo man vorher auch drin war. Ja. Das wäre eine neue Szene. Ja, und in diesem Raum gibt es auch eine Neuigkeit zu berichten. Und zwar hat der Raum eigentlich keine großartigen Funktionen, zumindest nicht in der Kombination mit Bernard und Erasor. Kann man zwar noch hergehen und sagen, öffne Tisch war das, meine ich. Dann erhält man, meine ich, auch ein Manuskript. Ganz kurz gucken. Aber damit kann man im Endeffekt nicht viel mit anfangen. Dave kann das zwar eine Schreibmaschine benutzen, beziehungsweise kann es nicht. Da kommt nur ein schlauer Satz, irgendwie ich kann nicht gut tippen oder irgendwie sowas. Und das war's dann auch. Aber was jetzt noch neu ist, wenn ich jetzt hergehe und sage, untersuche Tafel, dann sagt dann Dave ja, sieht aus wie ein Haufen Formeln, die einen Meteor beschreiben. Das ist seltsam. Dieser Text war vorher auch schon, nur jetzt kommt noch so eine kleine Szene. Die wäre jetzt in dem Sinne neu. Und zwar genau, Dr. Fred spielt eine Runde Meteor Mess an deinem Lieblings-Arcade-Spielautomaten und kann einfach nicht gewinnen. Ja, das habe ich natürlich so ein bisschen hineininterpretiert. Und wenn man genau hinguckt, habe ich den Meteor Mess noch ein bisschen mit Leben gefüllt. Das ging mir damals nämlich schon auf den Keks. Man hat zwar dann auch gesehen, dass der dann am Zocken ist, aber irgendwie am Bild, da war immer ein schwarzer Bildschirm. Und da dachte ich mir so, das geht einfach nicht. Da muss doch irgendwie, wenn da so, nur so ein paar Punkte sind oder so, irgendwas muss doch da jetzt passieren. Und deswegen habe ich da jetzt ja, so ein kleines Arcade-Spiel mit eingebaut. So als kleiner Gag, beziehungsweise um den Fehler in Anführungsstrichen, den ich damals als Fehler empfunden habe, damit zu beheben. Genau, was kann man hier machen? Nichts außer ein Knöpfchen drücken. Irgendetwas drücken halt eben und dann kommt man wieder zurück zu diesem Raum. Also die Szene wäre jetzt auch neu und sie scheint zu funktionieren. Prima, das klappt auch. So, und in dem nächsten Raum habe ich auch eine kleine Veränderung vorgenommen. Man kann natürlich nach wie vor immer sagen, also, beziehungsweise das muss man auch machen, untersuche Bett, damit er die 10-Cent-Münze findet. Das muss man auch machen, untersuche Wanted, dass er die Information, die Telefonnummer erhält. Und wir das nochmal, untersuche Funkgerät, damit er den Röhrenstecker findet. Und kombiniere Röhrenstecker mit Radioröhre. Und was jetzt kommt, wenn es funktioniert, das müsste jetzt auch neu sein. Jetzt kommt noch so eine kleine Cut-Szene. In dem Fall auch mit mo neuer Musik. Ja, das Bild wäre jetzt neu. Hier ist die Meteorpolizei. Sie haben den Mördermeteor gefunden. Ich bin in 5 Minuten da. Oh, machen Sie vorher das Labor auf. Ertönt aus dem Funkgerät. Er dreht sich zu seinem Flugkapitän um und sagt weiter: Und ein Tipp für Sie: Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Und eigentlich mit dem Tastenknopf oder irgendetwas muss man jetzt hier machen, egal was. Dann wird wieder zurückgeleitet zu dem, ja, Funkraum. Gut, dann können wir noch einmal kurz in den Kraftraum hineingehen. So, hier im Kraftraum habe ich auch noch etwas Neues, weil ich lasse das Bild mal so ein bisschen einwirken. Hier habe ich auch noch etwas neu eingefügt. Und zwar, klar, kann man natürlich einmal den Kraftomat benutzen, muss man ja auch.
Und ich habe mich früher auch schon immer gefragt, wofür soll dieser Sarg gut sein? Da ist ein Fernseher drin und mit Antenne irgendwie ist doch so ein bisschen markant, so sag einfach mal, dieses ganze Ding, das hat eigentlich nie eine Funktion, meine ich zumindest, ne? Ich kann mich da zumindest nicht dran erinnern. Oder konnte Bennett da irgendwie den Fernseher anmachen? War da was? Ich krieg da nicht mehr auf der Reihe. Auf jeden Fall kann man jetzt, wenn man sagt, öffne Sarg. Genau, Dave öffnet den Sarg und findet ein Kissen und einen eingebauten Fernseher vor. Das erklärt jetzt auch die Empfangsantennen. Er schließt den Sarg wieder. Okay, da müsste ich vielleicht den Text ändern. Letzter Satz muss weg. Jetzt kommt nämlich die nächste Cut-Szene. Genau. Und zwar habe ich das jetzt so gemacht, als Dave den Sarg öffnet, kann er über den eingebauten Fernseher Ed und seine Mutter sehen. Er hört dem Gespräch zu. Dann unterhalten sie sich, oh Papi benimmt sich seltsam, bliblablub. Das ist jetzt 1:1 aus dem Original Maniac Mansion. Und sie sagt immer, ja und, ja und. Ich glaube, da muss man noch einmal sagen, genau, rede mit Edna. Dann auch, ja und, ja und. Ach, vergiss es, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Genau. Die Cut-Szene habe ich jetzt in dem Sinn eigentlich auch noch mit eingebaut. Ich hoffe mal, er lädt jetzt den richtigen Raum wieder zurück. Ja, und das war's. Das waren jetzt die 9 Räume, die ich jetzt noch mit eingefügt habe. Viele kleine Veränderungen habe ich noch mit einfließen lassen. Ganz großes Thema war natürlich Textüberarbeitung. Etliche Rechtschreibfehler, Tippfehler, Kommata nicht richtig gesetzt, etc. Das ist jetzt weitestgehend behoben. Da dürften eigentlich nicht mehr allzu viele Fehler drin sein. Ja, das wäre dann die Version 087. Die könnt ihr wie immer auf meine Homepage herunterladen. Ich switch dazu nochmal ganz kurz rüber. Wenn ihr einfach mal eingibt, D42 Maniac Mansion, dann müsstet ihr eigentlich automatisch hier zu dieser Seite hier kommen. Kann sie euch für euch nochmal einblenden, d42-mansion.jimbosite.com, und hier kann man dann die Version, hier ist zwar noch 086, aber im Laufe des Abends wird hier die Version 087 stehen und die könnt ihr dann halt eben dementsprechend herunterladen. Dann wird ihr zu meiner Nextcloud verbunden und dann erhält man halt eben eine gezippte Datei und kann dann halt eben dementsprechend, wenn man es entpackt hat, das Ganze dann als D64 auf den Commodore spielen. Wenn ihr ein Maxi habt, dann müsst ihr noch einen Unterstrich setzen, ein großes A und D machen, ein großes D und dann Punkt D64. Ich glaube, die Datei heißt Maniac Mansion 1 und dann einfach ein Unterstrich, großes A, großes D, Punkt D64 und dann läuft das auch über The Maxi. Der 64 Maxi oder Mini müsste dann eigentlich dementsprechend auch funktionieren. Natürlich vorausgesetzt, ihr habt die aktuelle Firmware. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf! Halt, stopp! Einen Raum habe ich noch vergessen. Den werde ich jetzt nochmal nachträglich mit ins Video jetzt hier einfügen. Und zwar in dem Raum Mahlzimmer, so habe ich es genannt halt eben. Da sind ja so 3 Gegenstände, die man mitnehmen kann. Unter anderem hier einmal Farbentferner. Kann man hergehen und sagen, nimm Farbentferner. Das braucht man ja. Und nimm Wachsfrüchte, die braucht man ja auch. So, dann haben wir immer noch einen Gegenstand. Der ist eigentlich ohne Funktion. Ich dachte mir so, warum gibt es überhaupt den Pinsel ohne Funktion? Noch einen Gegenstand ohne Funktion. Das ist jetzt in dem Fall nicht richtig. Denn dieser Gegenstand hat eine Funktion. Wenn ich jetzt sage, nimm Pinsel, passiert nämlich Folgendes. Ob man es will oder nicht, sobald man den Pinsel aufnimmt, kommt diese kleine Cut-Szene. Und zwar die hier, Spielszene 5 habe ich es genannt, Raum 31. Oh, die Türklinke, sagt Ed. Ich frage mich, ob das mein Paket ist. Razor fackelt nicht lange und steckt das Paket ein. Sie möchte hier in der Kälte nicht weiter dumm herumstehen und entscheidet sich dafür, auch in das Haus hineinzugehen. Warum habe ich das so gemacht? Ganz einfach, weil es muss ja irgendwie
so eine kleine Handlung beschrieben werden, warum Razor geschnappt wurde. Und das habe ich versucht, hiermit so ein bisschen abzufangen. Weil wenn Dave nämlich im Kerker landet, dann ist Razor nämlich auch drin. Sie sagt zwar, dass sie geschnappt wurde und das Paket hat. Und das wäre jetzt praktisch dann nochmal die Szene dann dazu, wie sie zum Paket zumindest gekommen ist. Jetzt muss man noch einmal ein bisschen aktiv werden und sagen, nimm Paket. Und das war's. Ich überlege noch, ob ich vielleicht noch ein Bild einbaue, wie die beiden dann aufeinander stoßen, der Ed und Razor, und dann zu ihr sagt, was willst du denn hier, Eindringling, ab ins Kerker mit dir, irgendwie sowas in der Richtung. Kann sein, dass das vielleicht auch noch kommt in der nächsten Version. Aber in der aktuellen Version ist es noch nicht mehr drin und ich habe noch ein paar Räume frei und man weiß es nicht, was noch so passiert, ne?